Hallo, liebe Leute, ich versuche das jetzt einfach mal. Ja, ich nehme das jetzt mal hier auf. Ich hatte die, also heute ist echt der Wurm drin. Ich hatte die Andrea mit im Live-Talk. Und wir haben zumindest gecheckt, dass das alles funktioniert. So plötzlich ist sie weg. Und weil es vorher irgendwie nicht ging alles. Und plötzlich ist sie weg. Und ich so, scheiße, es ist wieder die Internetverbindung und so. Und dann kommt sie, und wir haben noch nicht mal eine Minute geredet. Und dann kommt sie zurück und sagt, nee, ich habe gerade einen Anruf bekommen, deswegen. Und ich so, und ich muss, und dann sagt sie, ich muss unbedingt zurückrufen. Und ich so, oh Mann. Aber wenigstens haben wir getestet, dass das funktioniert. Aber ich schwöre euch, das ist so frustrierend. Und das ist nämlich das Problem. Das ist das, was ich immer sage. YouTube und Social Media und alles, das macht Spaß. Aber du brauchst eine gewisse Reichweite. Und das ist irgendwie in allem. Ich wollte ja mal Golfprofi werden, ja. Ich habe als Jugendlicher Jugendmeisterschaften gespielt und habe es dann aber sehr lange gelassen und wollte später nochmal so richtig loslegen. Ich war immer sehr, sehr sportlich, habe Sport geliebt, war in vielen Sportarten sehr, sehr gut. Ja, und dann dachte ich mir irgendwann mal, vielleicht probiere es nochmal, werde ich Golfprofi. Und dann habe ich das probiert und festgestellt, dass erst ab einem bestimmten Niveau, erst ab einem bestimmten Skill-Level, und da musst du schon sehr viel, speziell bei Golf, musst du, das geht für alle Sportarten, musst dich sehr, sehr viel rein investieren, sehr viel Zeit rein investieren, bevor ich an ein Niveau kam, wo es angefangen hat, Spaß zu machen. Das ist so ein bisschen so, als wenn du Tennis spielst und immer nur die Kante triffst. Und das ist bei Golf genau dasselbe. Wenn du die Kante triffst, ist einfach ein scheiß Gefühl. Aber wenn du anfängst, jeden einzelnen Ball zu treffen, ohne diese Seitenkante zu treffen, wo es in den Händen weh tut und einfach sich nicht geil anfühlt, dann fängt es an, Spaß zu machen. Und so ist es in vielen, vielen Bereichen. Das heißt, du musst erstmal, man sagt ja diese angeblichen 10.000 Stunden, ja, du musst erstmal so paar, vielleicht 1.000 Stunden haben, damit du so eine Routine reinbekommst, damit es anfängt Spaß zu machen. Und bei YouTube ist es halt so, oder bei Social Media allgemein so, für mich zumindest, es fängt erst wirklich an Spaß zu machen, wenn du genügend Feedback hast. Also wenn du jetzt zum Beispiel, sag ich mal, ich hätte 5.000 Abos. Und jetzt sage ich so, hey Leute, kommt auf Telegram. Und dann sind irgendwie sofort 300 Leute auf Telegram drin. Und dann sage ich, komm, lass mal Live-Talk machen. Und dann sind sofort 50 Leute im Live-Talk drin. Und mindestens zwei, drei wollen mit dir sprechen und eine Diskussion führen. Und dann erst macht Spaß. Und nicht irgendwie, wenn du live gehst und einer kommt kurz rein und sagt, oh, ich habe einen Anruf bekommen, ich muss gleich gehen. Dann ist es natürlich scheiße. Und das finde ich halt, ist ein interessantes Phänomen. Und dieses, was halt die meisten Menschen nicht schaffen, ist so lange dran zu bleiben, bis halt diese Zahl geknackt ist. Und das ist das Faszinierende, an der ganzen Geschichte. Und zum Beispiel Mr. Beast, der ja über 100 Millionen Abos hat auf YouTube und es immer weiter wächst, auch international jetzt, der hat angeblich, der ist. Man sagt irgendwie, dass er mehrere Jahre lang, ich weiß nicht mehr wie viele Jahre, dass er mehrere Jahre lang nicht über 1.000 Ansichten pro Video gekommen ist. Mehrere Jahre lang. Der hat 2 Jahre gebraucht, um 1.000 Subscriber zu bekommen. Da bin ich schneller dran, das schaffe ich in einem Jahr. Also Russisch habe ich schon fast 1.000 und das ist ja noch nicht mal im Monat. erst dann fängt so richtig an, ja. Also ich würde jetzt mal sagen, ich teste das jetzt einfach mal auch diese Aufnahme hier. Ich bin gerade auf Telegram und wie hier vielleicht, was ihr nicht sehen könnt auf dem Video, ihr könnt euch jederzeit mit einklinken und mitreden. Und ich werde das jetzt einfach mal hochladen und austesten, damit ich es einfach mal technisch getestet habe. Und jetzt mit den Mikrofonen hat mir auch die Person, die zugehört hat, gesagt, dass es einwandfrei funktioniert. Vom Audio her. Also dürfte das dann mit anderen Leuten auch funktionieren. Und ich bin irgendwie scheiß müde. Also vielleicht ist es dann besser. Doch freitags nebenbei ist immer ein bisschen weniger los. Am meisten ist immer sonntags abends los, weil die Leute wahrscheinlich nicht in die Arbeit wollen und es besonders lange rauszögern wollen, den Sonntag noch genießen. Dann sind sie online.
am Sonntagabend. Vielleicht machen wir es auf Sonntagabend, vielleicht Samstagabend oder vielleicht machen wir es jeden Abend. Ich weiß es nicht. Es hängt wirklich von der Anzahl der an Teilnehmern an. Wenn ihr dieses Video seht, kommt einfach auf Telegram, subscribe zu dem Kanal und seid beim nächsten Mal dabei. So, und jetzt würde ich sagen, hänge ich das Ding einfach mal auf. Ich weiß nicht, ob es... Ja, End Livestream. Und wir schauen einfach, ob es funktioniert.